Vielen Dank, guten Morgen von meiner Seite. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment, die Alarmstufe Gas ausrufen. Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sage ich, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist. Der Markt ist also in der Lage, die Mengen, die benötigt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und auch die Speicher moderat anzufüllen, auf dem Markt zu besorgen. Dennoch, und das zwingt uns zu diesem Schritt heute, darf die aktuelle Lage uns nicht in einer falschen Sicherheit wägen. Wir haben, nachdem in der letzten Woche Russland Gazprom unter einem vorgeschobenen technischen Argument die Gaslieferung auf der Nord Stream 1 Pipeline um 60% reduziert hat, verschiedene Szenarien durchgerechnet. Diese Szenarien zeige ich Ihnen einmal. Das ist nämlich, ich finde, sehr anschaulich zu sehen, wo man da gerade steht. Die roten Punkte sind die gesetzlich vorgegebenen Speichersollfüllstände. Die blaue Kurve, also quasi der optimale Verlauf unter der Annahme von einer Reduktion von Nord Stream 1 um 60%, also dem -40%, ist die Kurve, die wir erreichen sollen. Sie ist allerdings nur möglich zu erreichen unter der Annahme, dass wir nicht für das europäische Nachbarland ausspeichern. Das ist erstens ungesetzlich und zweitens wäre es auch absurd, weil wir ja darauf angewiesen sind, dass die europäischen Länder uns beliefern. Also Niederlande, Norwegen, Benelux, Belgien, Frankreich, alle diese Länder brauchen wir ja, um überhaupt über LNG Gas nach Deutschland zu bekommen. Insofern, und das ist die Not, das ist die Erkenntnis, die uns zu diesem Tag führt, scheidet diese Kurve per Logik und per Gesetz aus. Bleiben die verschiedenen anderen Szenarien, und Sie sehen, hier ist die Nulllinie, hier sind die Speicher leer, dass die meisten Szenarien uns sehr weit in die Zone von leeren Speichern führen. Deswegen greift die Definition des Gesetzes, ich erlaube mir, sie einmal vorzulesen, die Alarmstufe wird dann ausgerufen, wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt, der Markt aber noch in der Lage ist, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne dass nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dieser Fall liegt vor. Wir haben uns die ein paar Tage Zeit gelassen, die Szenarien durchzurechnen. Das ist kein Spiel. Wir müssen einen so gravierenden Schritt gut begründen können. Und die Begründung ist aus meiner Sicht schlagend. Wir sind also jetzt gehalten, die Gasverbräuche zu reduzieren, jetzt schon im Sommer, dann vor allem mit der Perspektive auf den Winter. Und das ist sicherlich die trügerische Wirklichkeit, in der wir uns im Moment bewegen. Es ist Sommer. Und zwar ein Sommer nach einer langen Pandemiezeit. Man will gerne draußen die Zeit genießen. Man will auch vielleicht mal ohne politische Trübsal im Kopf die Zeit genießen. Aber der Winter wird ja kommen. Wir müssen also jetzt die Vorsorge treffen, um dann im Winter vorbereitet zu sein und alles daran setzen, dass wir mit vollen Speicherständen in den Winter gehen. Ich will ausdrücklich unterstreichen, dass diese Situation ja immer eine Bedrohung war. Und so hat sich die Bundesregierung seit Amtsantritt, seit Dezember, auf dieses Szenario vorbereitet. Wir haben früh angefangen, alternative Infrastrukturen zu schaffen, die LNG-Terminals mit Hochgeschwindigkeit zu bauen, beziehungsweise die Pipeline-Anschlüsse zu bauen für die FSRU-Schiffe, die Regasifizierungsschiffe. Wir haben früh angefangen, mit Steuergeld Gasmengen zu besorgen, um über den Winter zu kommen, beziehungsweise die Kapazitäten, die nicht durch den Markt befüllt werden, aufzufüllen. Das schließt auch den Speicher Reden, den Gasbaumspeicher Reden mit ein.
Wir haben die verschiedenen Gesetze geschrieben, die es uns jetzt ermöglichen, auch gesetzgeberisch tätig zu werden. Das Gaseinspeicherungsgesetz, das Energiesicherungsgesetz, all die Gesetze zum Ausbau der Erneuerbaren, die sich jetzt in der parlamentarischen Beratung befinden, die also dann die Energiemenge hoffentlich zeitnah erhöhen. Ich will und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich auch recht, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht gut genug waren. Es sind die Versäumnisse der letzten Dekade, die uns jetzt in diese Bedrängnis geführt haben. Und damit meine ich nicht nur die politisch falsche Abhängigkeit von Russland, sondern auch die fehlende Bereitschaft, Alternativen zu schaffen. Wie anders ständen wir da, wenn wir die letzten Jahre in der Energieeffizienz und beim Ausbau der Erneuerbaren wirklich massiv vorangekommen wären, statt einfach nur im Stillstand zu verharren? Das rächt sich jetzt und muss mit großer Geschwindigkeit aufgeholt werden. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist allen klar, aber von heute auf übermorgen sollte erreichbar sein. Um dieses Übermorgen zu erreichen, sind wir gezwungen, Maßnahmen zu treffen, die wirklich wehtun. Wir haben sie schon am Wochenende angekündigt. Zu nennen sind, dass wir die Kohlekraftwerke aus der Reserve in den Betrieb bringen werden, um somit Gas vom Markt zu nehmen, Gas für die Elektrifizierung vom Markt zu nehmen, um dieses Gas dann einspeichern zu können. Wir werden ein Gassparauktionsmodell vorlegen, das es der Industrie nochmal erlaubt, gegen Geld über eine Umlagefinanzierung Gasverbräuche aus dem Betrieb zu nehmen. Und gestern hat nach Beratung im Haushaltsausschuss der Gesetzgeber 15 Milliarden Euro für den Marktgebietsverantwortlichen, also Trading Hub Europe, das ist die Tochterunternehmer der Gasnetzbetreiber, 15 Milliarden Euro freizugeben, um Gas einzukaufen für die weitere Speicherung. Die Alarmstufe, gesetzlich geboten nach den Analysen, die wir haben, ist außerdem die Grundlage für weitere Schritte, und die werden wir gehen, sobald die Gesetze verabschiedet sind, beziehungsweise sobald die Notwendigkeit es gebietet.